hier ist Ronja und wir sind hier neu in Brookhaven, ja? Wir haben unsere Koffer dabei, ziehen neu in die Stadt. Es ist ein wunderbares Wetter, ja? Die Straßen sind überschwemmt, wir stecken halb im Schlamm fest. Oh, da steckt ein Polizeiauto in den... oh, das auch. In den Flammen. Und hier ist die Polizeistation. Oh mein Gott, lass klauen. Ja? Oh mein Gott. Steig ein. Ich steig ein. Komm, wir holen das jetzt und dann fahren wir einfach schnell zum Haus. Ich glaube es ja nicht. Warte, wir haben noch gar kein Haus. Drauf. Ich sitze hinten drauf. Wo wollen wir hinfahren? Ich kann nicht einsteigen, wir müssen ein Haus kaufen. Oh, endlich raus aus dem Schlamm. Endlich geschafft. Oh mein Gott. Guck mal, hier sind nice Häuser, oder? Cool. Warte, wir können fahren, bis wir eins finden, was frei ist, oder? Ich kann auch einen Bus holen. Wir können mit dem Bus fahren. Das klingt cool. Okay, warte. Alle einsteigen. Okay, ich steige ein. Ja, bin hin. Okay, dann fahr ich jetzt und wir suchen uns ein schönes, unbewohntes Haus. Oh, guck mal. Hier. Oh mein Gott. Sind wir weit gereist? Aber hier sind wir angekommen. Juhu. Das würde ich sagen, schnappen wir uns. Können wir das kaufen? Das ist besser sogar, ja. Wie können wir das kaufen? Weißt du was, dann ziehe ich einfach gegenüber ein. Du musst den Koffer aus der Hand nehmen. Ah, ja. Okay, ich habe jetzt das Haus gekauft. Und, oh, ich kann das ändern. Okay, ich mache mal diese hübsche Villa hier, die sich hier gerade aufbaut. Was baust du? Ah, mal schauen, ich suche mir gerade was aus. Okay, okay. Meins sieht hübsch aus, meins sieht süß aus. Oh nee, warte mal. So viel zu Villa, ich wohne in einem Wohnwagen. Nein, du hast den Wohnwagen genommen? Hast du den auch? Nein, nee, fast. Ich wollte gerade. Aber der Wohnwagen ist hübsch. Da hat man auch so einen kleinen Pool, also beziehungsweise einen Whirlpool. Der Wohnwagen ist echt cool. Süß. Das ist ein sehr moderner Wohnwagen. Ich gehe mal rein. Okay. Das stimmt. Okay, hier ist meine Küche. Ronja wohnt im Trailerpark. Ja, und? Warte, du hast ein Riesending gebaut. Ja, ich habe mir gedacht, ich gönne mir mal ein Luxushaus hier. Wo hast du das ganze Geld her, ho? Warte, ich komm mal zu dir. Oder willst du mit zu mir kommen? Ich komm mal mit zu dir rein. Ich glaube, deins ist mehr für Gäste geeignet. Kannst die Farben einstellen und alles. So einen offenen. Wirklich? Wo? Ja, hier. Oh, voll cool. In dem Sofa. Das sieht gut. Die Küche ist auch voll schön. Ja. Oh, ich will mal hochgucken, ja? Okay, durch dein Haus durch. Okay, hier ist ein Zimmer. Hier ist ein Schlafzimmer. Oh, guck mal, hier sind zwei Betten. Ich nehme das linke. Nein, du ziehst in deinen eigenen Wohnwagen. Nein, ich will nicht in meinem Wohnwagen. Wir können den Wohnwagen benutzen. Oh, wie süß das aussieht. Kannst du mir aufmachen? Hey, Hausbesitzer, mach mal auf. Warte doch. Hier, bitteschön. Yes, mein eigener Jacuzzi. Wie nice. Das ist so cool. Ich sitze jetzt im Jacuzzi rum. Okay, weißt du was? Und wir können bestimmt die Bubbles anmachen. Oh mein Gott, du kannst... Hier, guck mal, du kannst die Farben wählen. Oh, wie cool. Grün leuchtet oder rot oder weiß. Ich weiß, mein Jacuzzi hat das auch, oder? Wehe, mein Jacuzzi ist das. Nein, so ein du hast einen Jacuzzi? Ja. Ja, genau. Pack einfach den Polizeiwagen hier und dann wirst du nämlich verhaftet. Na, Tag. Bitteschön. Guck mal, das ist nicht mal dein Polizeiwagen. Das ist der von Ilja 2014. Geklaut. Warte, warum zur Hölle? Ja, den hast du geklaut. Du hast einen Polizeiwagen gediebt. Warte mal. Wieso sind meine Waschmaschine und mein Trockner hier draußen? Weil du halt keinen Platz hast in deinem Wohnwagen, Ronja. War keine so smarte Entscheidung, glaube ich. Okay, ein kleiner Gartenschuppen, das ist schön. Ja. Was haben wir hier? Es ist so eine Art. Guck mal, hier könnte mein Pool sein. Stimmt, hier könnte echt ein Pool sein. Oh no. Ich wohne im Wohnwagen. Aber dafür customize ich jetzt meinen Wohnwagen ein bisschen, ja? Ich glaube, ich richte den ein bisschen ein. Warte mal, da ist ein Feuer in deinem Haus detected worden. Was? Hast du Feuer gelegt bei mir? Mein Haus brennt. Dein Haus brennt? Okay, ich dachte schon. Jetzt habe ich hier ein Problem. Wie lösche ich denn das? Oh, warte, dein Haus brennt wirklich. Nein! Wie soll ich das denn löschen? Warte, ich helfe dir. Warte, ist dein Haus abgebrannt? Nee, es brennt immer noch, ne? Brennt noch. Kommst du raus? Warum ich bin raus. Was hast du denn gekocht, Easy? Warum brennt deine Küche? Ich habe nur den Kamin angemacht. So viel zum offenen Raumkonzept mit offenem Kamin. Gute Idee. Ja, gute Idee. Es muss doch irgendwo einen Feuerlöscher geben, oder nicht? Warte, hier ist ein Handy. Können wir nicht die Feuerwehr rufen mit. Ja, ich habe eine Feuerwehr-Axt gefunden. Okay, sehr gut. Vielleicht gibt es einen Feuerlöscher irgendwo im Rucksack. Hier ist ein Feuerlöscher. Ich habe einen Feuerlöscher. Oh, yes, ich habe auch einen. Okay, wir löschen das Feuer jetzt. Komm schon, rein hier. Okay. Komm, wir müssen es löschen, schnell, bevor mein ganzes Haus abbrennt. Warte, hier ist ein bisschen, das Wohnzimmer ist gelöscht. Ich bin jetzt an der Treppe dran. Ich glaube, ich mache mal einen Kamin aus. Ja, vielleicht. Okay. Das ist eine bessere Idee. Okay, die Treppe ist eben. Wir müssen oben alles löschen, komm, schnell. Oh, oben brennt es auch? Ja, es brennt alles hier oben. Was hast du denn hier, du kleiner Zündler? Oh, nein.
Warte, ich habe hoffentlich meinen Kamin nicht an. Hier, oh, Bad brennt. Ich glaube, ich habe draußen Schlafzimmer mein Lagerfeuer auch angemacht. Ich fuchs. Badezimmer das hast du gelöscht? Das brennt garantiert auch gleich. Badezimmer ist gelöscht. Das Whirlpool Zimmer hier kann noch? Nicht brennen. Ich habe noch ein zweites Schlafzimmer okay, hier. Okay, meins brennt nicht. Puh, das ist ja voll knapp. Aber mein Haus brennt immer noch. Ich brauche mal Hilfe hier. Brennt immer noch? Ich helfe dir doch. Wo mein Badezimmer noch? Brennt noch. Kann ich im Gästezimmer wohnen? Von mir aus. Okay, danke. Ah, du hast zwei Badezimmer. Entschuldigung, musst du gerade duschen. Ach, sorry, ich wollte dir nicht... War ein bisschen schmutzig vom Brand. Oh, hier ist ein Safe. Brand. Kann ich deinen Safe knacken? Was? Raus aus meinem Zimmer! Raus! Mein Safe! Ich würde gerne... Das ist mein Geld da drin. Gehen Sie bitte weg. Oh, warte, warte! Wir können Roommate sein. Echt? Ja. Player ist Roommate. Steht jetzt da. Ich nehme ja, ich habe jetzt ein Zimmer genossen. Oh, oh, oh. Hey, lass mein Geld da drin! Grandia, nein! Komm her. Das ist mein Zimmer. Ich würde das gerne ändern in. Ich hätte gerne weiß. Gib mir mein Geld zurück oder ich tue dir weh. Oh mein Gott. Okay, warte hier. Du darfst dein Geld wieder haben. Ich tue es in dein Safe, ja? Ja, okay. Besser so für dich. Ich stehe einfach Ronja an der Tür. Ja, da wohne ich ja auch. Problem damit. Ich habe mich verlaufen in deinem Haus. Es ist zu groß. Hier geht's runter. Luxusprobleme. Luxusprobleme. Ich finde mich einfach nicht zurecht. Dein Haus ist einfach zu groß. Herr Nehme, eins leuchtet wunderbar rot. Würde niemals. Auch nur daran denken zu brennen. Ich habe das Feuer zum Glück auch nicht angemacht. Okay. Easy? Ja? Wo bist du? Vor dir. Stehen bleiben, du bist verhaftet. Nein, lassen Sie mich in Ruhe, ich will nicht verhaftet sein. Ich habe meine... Geh weg. Nein. Ab. Für Brandstiftung. Nein, ich habe keine Brandstiftung begangen. Offensichtlich. Okay. Wir haben hier... Oh, was ist das? Was passiert hier? Ah, ich kann... Ah, damit kann ich das Feuer an- und ausmachen. Okay. Ein bisschen Angst, dass jetzt was passiert, deswegen lasse ich das Feuer mal lieber aus. Ja, man sollte Feuer nie unbeaufsichtigt lassen. Das weiß jeder. Also easy scheinbar nicht, aber ansonsten weiß das jeder. Oh, warte, was hast du für einen Rucksack? Rucksack? Ich habe ein Baby gefunden auf nein, der Straße. Du hast einen super süßen will ich das Baby haben, was du auf der Straße gefunden hast? Ja, weiß ich doch nicht. Das ist eine gute Frage. Ich habe das gehört, ey. Gehe ich mal rumfragen, wer das Baby haben will. Wer das Baby verloren hat. Vielleicht oh mein Gott, hier. Der hat ja ein cooles Haus. Ja, wir können unsere Nachbarn mal besuchen. Oh, da will ich reingehen, die hat Besuch sogar. Dürfen wir da rein? Hallo? Ich glaube, die will nicht. Weiß nicht, ich habe ihr geschrieben. Ja. Vielleicht macht sie ja auf. Vielleicht. Warte, oder wir jetzt mein Haus abgeschlossen. Oh, es wird auch Nacht. Komm mit. Nein, komm her. Was, willst du einbrechen? Ja, na klar, komm mit, ich weiß wie. Ja, na klar. Aber dann kommen wir nicht rein, oder? Weil dann oben die Fenster zu sind. Vielleicht sind sie offen. Hat sie die Fenster verriegelt? Vielleicht kommen wir rein. Vielleicht kommen wir rein. Und? Ja, yes, okay. Ich bin drauf. Oh ja, wir können auf jeden Fall rein. Okay, wir sind oben drauf. Ja, wir sind... Ah nee, warte, hier ist unsichtbare Wand. Das ist Glas. Unter uns? Ja. Wir müssen nur gucken, ob wir irgendwo einen Eingang finden, der offen ist. Okay, ich sehe sie hier rumlaufen. Vielleicht, wenn wir ganz oben... Guck mal, wenn wir hier noch weiter hoch. Oh, wenn wir da hochkommen? Ja, ja. Warte, vielleicht habe ich irgendwas im Rucksack, was uns hilft, hochzukommen. Ich habe eine Gitarre. Eine Axt? Ich habe ein Baby Axt dabei. Uns vielleicht was freischlagen? Warte, ich versuche mal mein Glück. Oh, kann sein. Hier geht's ganz hoch? Ja, ich bin oben auf ihrem Schlafzimmer drauf. Kann ich mit der Axt hauen? Nee. Schade, ich habe gedacht, ich kann mir vielleicht ein Loch graben. Warte, jemand hat mich gerade angegriffen. Wir wurden gebannt? Wir wurden gebannt? Wir wurden von ihr gebannt! Nein! Die will nicht, dass wir da sind. Na ich toll, so viel auf gute Baby Nachbarschaft. Ich kann ja mal in der Stadt rumgucken. Ich hole mir... Mal einen schicken Wagen. Zack. Ich bin ja schon in der Stadt. Ah, du bist schon in der Stadt. Okay. Ich fahre mal hoch. Warte, hier sind noch mehr Häuser. Hier ist irgendeine Community. Ich weiß nicht genau, was das macht. Da ist ein Park. Hier ist eine Bushaltestelle. Die Clubs sind noch offen bis 2 Uhr nachts, steht hier. Aber ich glaube, jetzt sind sie zu. Jetzt ist es zu spät. Nee, es ist hell. Es ist jetzt Abend. Hier sind die Tankstelle. Hier ist... Ich bin eigentlich in der Mitte der Stadt, Ronja. Brookhaven Avenue. Hier ist ein Brunnen. Bist du beim Brunnen? Ja, ich bin beim Brunnen! Sicher? Ah ja, da bist du. Hi! Bist du mich? Ja, ich sehe dich. Where are you now? Hi! Hi. Hält dir was auf an mir? Du hast weiße Haare? Blaue Haare, komm mit, ich zeig's dir. Bist du beim Friseur? Yes! Du kannst hier drüben zum Friseur gehen und dir die Haare färben lassen. Oh mein Gott, wie cool! In alle Farben, die du willst. Richtig nice. Klassischer Friseurbesuch um 11 Uhr abends. Das
mache ich auch immer. Okay, ich glaube, ich versuche es mal mit Rosa. Das passt zu meinem Outfit. Oh ja, ich glaube, das mag ich. Wie findest du es? Warte, ich komme. Deine Färben noch? Meine Haare färben gerade noch. Ja. Das sieht hübsch aus. Oh, das sieht total süß aus, so Pastell. Boah, wir sehen so cool aus. Wir sehen so cool aus. Das sieht echt nice aus. Keiner im Friseurladen. Ja. Richtig cool. Ey, das ist das Mädchen, was uns blockiert hat. Ey, stopp. Ja, du hast keine Haare gemacht. Raus aus unserem Friseursalon. Ist so. Warte, jetzt können wir hier die Haare, die Nägel machen. Bei dieser Bank. Warte. Warte, soll ich zu dir? Setz dich mal zu mir, ja. Okay. Vielleicht kann ich deine Nägel machen. Ich quitte. Ich quitte meinen Job. Kannst du mir jetzt die Nägel machen? Nee, ich glaube nicht. Oh, schade. Dann habe ich jetzt einfach meinen Job aufgegeben. Schade. Oh, jetzt bist du kein Friseur mehr. Gibt's Eiscreme? Bubblegum Birthday Cake. Okay, das ist jetzt lecker. Mein Job. Ich bin der Eiscreme-Mensch. Oh mein Gott. Hallo. Hi. Was hättest du gerne? Für Eiscreme. Ich hab schon ein Eis. Du hast schon Eis? Was hast du für Eis? Mint-Chip habe ich mir genommen. Boah, was absolut furchtbares Eis ist, ist Bubblegum. Das würde ich dir nicht empfehlen. Ich glaube, ich nehme Vanille einfach. Ich habe einmal Birthday Cake. Ja, das klingt lecker. Und dann kann ich da noch Schokolade drauf machen oder esse ich jetzt Birthday Cake einfach? Können wir auch einen Job kriegen, wenn du willst. Oh, was ist hier im Hinter? Oh, hier gibt es einen geheimen Hintergang von meiner Eiscreme-Station. Was ist hier? Oh, hier ist ein Haarsalon. Oh, ich kann mir hier auch meine Haare waschen. Das ist doch unser Haarsalon, wo wir vorhin waren. Ja, ich weiß, aber hier kann man sich die Haare waschen. Guck mal. Wirklich? Ja. Wasch dir die Haare. Fix. Oh, danke schön. Aber mach nicht meine Farbe raus. Mayday, Mayday. Ich glaube, du bist nicht der qualifizierte Friseur. Man braucht eine Schere, Easy. Eine Schere, nicht eine Axt. Hab ich doch. Schere. Nee. Ich hab letztens wirklich gesehen, wie jemand mit so einem Messer so mit den Haaren so zack. Was? Gemacht hat. Und das sah gut aus danach, Ronja. Das können wir bei dir auch mal machen. Nur im echten Leben. Ja, lass uns da erstmal vielleicht die Idee verwerfen. Bis auf weiteres. ich will schaukeln. Das ist... Oh, guck mal, die Riesenrutsche. Oh, ich finde das voll schön. Geht halt echt. Kann man sich überschlagen? Was meinst du? Weiß ich nicht. Ich hoffe ja. Ich habe noch nie einen Überschlag geschafft. Ich auch nicht. Weder im echten Leben noch in Roblox. Oh ja, ich glaube, man kann überschlagen. Yep. Komm, endlich. Ich bin kurz davor. Der Zeitpunkt ist gekommen. Ja, ja. Oh ja, Überschlag, erster. Nein! Haha. Und? Wieso? Ich kann nicht überschlagen. Was drückst du? Ich drücke immer nach oben. Man muss zum richtigen Zeitpunkt. Komm schon. Okay. Nein, ich bin dazwischen gelaufen. Oh, ja toll. Die Sabotage. Guck mal, die Blöde, die uns gebannt hat. Unsere Nachbarin, ganz ehrlich. Das ist doch eine Sauerei. Da denkt man, man kann hier gute Nachbarn haben, aber nein, wir müssen neben ihr landen. Mal einen Überschlag schaffen. Oh Mann, nein. Kein Wunder, dass das Haus noch frei war. Ganz ehrlich, es wundert mich nicht. Ja. Also neben der keiner wohnen will, wenn man nicht mal die Gäste hier einlädt, das finde ich schade. Naja gut, das war's dann aber auch mit dieser Folge von Blockhafen, wenn ihr mehr davon sehen möchtet. Ja, wenn ihr vielleicht möchtet, dass Easy und ich hier neue Jobs annehmen oder unser Leben hier leben, ja, dann sagt das gerne in den Kommentaren. Ansonsten vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren für neue Videos jeden zweiten Tag ungefähr, schätze ich mal. Ich versuch's. Und schaut bei Easy vorbei und abonniert sie auch, dann ist das gut. Dann wird euer Leben besser. Dann wird euer Leben einfach besser. Versprochen. Außer sie kommt mit einer Axt und will eure Haare schneiden, dann würde ich Abstand nehmen. Nein, das stimmt gar nicht. Lasst euch davon nicht irritieren, Leute. Aber den Kanal könnt ihr trotzdem abonnieren, da passiert euch nichts. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.